guten Morgen, ihr Lieben. Boah, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Adrenalin ausschütten kann an einem Tag. Ich habe euch eine musikalische Reise ins Herz mitgebracht. Ich glaube nämlich, dass wir eine Verstandesgesellschaft geworden sind und ein bisschen zu viel im Kopf und zu wenig noch im Herzl sind. Und ich beobachte meinen Verstand jetzt schon seit 56 Jahren, bin ich mit ihm liiert. Aber erst die letzten Jahre habe ich dieses Früchtchen so richtig kennengelernt. Ich beobachte ihn. I watch you. Und es geht nur, wenn du wirklich bewusst bist. Ja, 95% laufen wir auf Autopilot. Wir sind immer gar nicht da. Alles unterbewusst. Aber die 5%, die kannst du bewusst sein und immer mehr ins Jetzt kommen. Und dann spürst du, ey, was denkt es denn in mir? Und was es in mir denkt oder gedacht hat, das muss ich euch jetzt kurz erzählen. Kaum habe ich gehört, dass ich beim Feminist-Kongress dabei bin, meine Freude erstmal, ich bin dabei, ich darf vor den Mädels singen, yes. Es dauerte nicht lang. Da hat sich mir so viel Verstand eingeschaltet, so ein blabbernder Papagei auf der linken Schulter und hat gesagt, du weißt schon, dass du für die Businessfrauen singst. Taffe Businessfrauen. Die haben alle studiert. Die sind alle clever. Die lassen sich nicht so ein X wie ein U von dir vormachen. Und mit deinem Alles ist eins Gequatsche, da kommst du auch nicht ran. Und ich sag dir eins, bereite dich gut vor. Nicht nur 100%, sondern 1000%. Und am besten lernst du deinen Vortrag auswendig. Weil stell dir vor, du stehst da oben auf der Bühne und deine Omega-3-Fettsäuren, die verlassen dich gerade. Und du weißt nicht, was du sagen sollst. Das wäre eine Blamage. Die schmeißen mit Tomaten und Handtaschen. Und so ging es die ganze Zeit. Ich dachte bloß, hey, danke für die Information, aber ich mache es trotzdem anders. Weil ich möchte euch im Herz erreichen. Ich kann den Vortrag nicht auswendig lernen. Ich will einfach so, wie es gerade kommt und aus meinem Herzl fließen. Und dann bin ich auch im Herz. Wie will ich denn euch erreichen, wenn ich total in der Birne bin? Ich will doch das Herz aufmachen. Und das Herz weiß wesentlich mehr. Wesentlich mehr. Und unser Verstand ist eigentlich ein wertvolles Instrument, wenn man es einschalten und wieder ausschalten kann. Aber das mit dem Ausschalten, das klappt halt nicht so. Ja? Und dann denken wir 60.000 bis 70.000 Gedanken an einem Tag. Davon kannst du 90% gepflegt in die Tonne kicken. Ist alles destruktiv, braucht man nicht. Ja, aber dein Herz, wenn du dem folgst, und ich habe wirklich eins gelernt in meinem Leben, nichts ist so groß wie die Angst davor. Ich habe in meinem Leben schon ganz viel Angst gehabt. Also da merkst du, ich bin so kopfgesteuert. Mit 3 war 3 Jahre, da war plötzlich die Stimme weg. Fitze, Fatze, da ging nichts mehr, Stille. Und es folgten 10 Jahre mit Operationen, 20 Operationen, Halleluja, immer wieder an den Stimmbändern. Mit 24 habe ich gesagt, Herr Doktor, ich werde Sängerin. Der war natürlich total begeistert. Ja. Kurz danach, ich wollte gerade die Bühne betreten, habe ich mein rechtes Auge verloren. Und alle sagten, Ute, nein, tu es nicht, singe nicht. Mit diesem Vorbefund, 20 OPs und das mit dem Auge, ach, tu es nicht. Aber es war eine Stimme. In meinem Innern, die war lauter und es war mein Herz. Und mein Herz hat gesagt, hey Baby, mach's. Ja, weil immer wenn ich gesungen habe, ist mir das Herz aufgegangen. Und ich habe Glücksgefühl gehabt und ich habe gedacht, boah, das ist die Wahrheit, wenn es sich leicht anfühlt. Und das andere ist eine Lüge vom Verstand, das ist eine Lüge. Glaubt nicht alles, was euer Kopf denkt, euer Herz weiß viel mehr. Und so sind 25 Jahre Musikgeschäft entstanden. Ich singe seit 25 Jahren auf sämtlichen Bühnen. Yo, yo, yo. Ja. Ha, ha, ha. Ja. Und es hat mir wieder gezeigt, folge der Freude. Wenn du in der Freude bleibst und da wirklich drin bleibst, dann merkst du, die Türen öffnen sich. 2015 habe ich gedacht, hey, bin jetzt 53, sollte mal zu The Voice of Germany gehen. Ja, der Kopf sofort. Meinst du nicht, dass du zu alt dafür bist? Schau dir doch mal an. Ich so, aber ich möchte mein Herz, ich habe Lust, diese Sänger zu treffen. Der Kopf wieder, ich würde es nicht tun. Ja,
Die machen so Nahaufnahmen mit der Kamera und dann schaut auf einmal ein Auge dahin und eins darüber. Das ist doch Mist. Und wisst ihr was? Es hat 2 Jahre gedauert. 2 Jahre habe ich dieser Stimme gefolgt und ihr geglaubt und habe es nicht gemacht. Bis auf 2015. Da war es endlich soweit. Auf einmal habe ich gedacht, boah, hey, nichts ist so groß wie die Angst davor. Ich kann's. Und ich habe mich angemeldet, ruckzuck war ich in der Sendung drin, Team Fanta. Und das habe ich nicht bereut, ja, weil danach sind noch mehr Türen aufgegangen. Also immer, wenn du deiner Freude folgst und deinem Herzl, denn das weiß viel mehr, dann geschehen Wunder in deinem Leben, das verspreche ich dir. Und das nächste oder das erste Stück, was ich euch singen möchte, das heißt, wofür brennst du? Musik ab. Scheint dir aufgesetzt und täglich grüßt dein Murmeltier immer das gleiche, 3:45. Und deine Träume still vergraben, der letzte Zug scheint abgefahren. Dass noch was geht, fällt dir so schwer, wenn da nicht diese Sehnsucht wär. Wofür brennst du? Was bringt dich zum Leuchten? Was bringt dich zum Sehen? Wirst du wagen zu lieben und dich zu erinnern und zu verstehen, dass du in dir trägst so viel mehr als du glaubst. Nur weil Wolken dein Licht dir verdecken, ist es doch lange nicht verbraucht. Wie oft verlierst du noch dein Herz? Fühlst Stein um Stein dich ausgesetzt, deinen eigenen Verbot aus Gedanken kaputt. Es sind doch nur Illusionen, was du tust, was du sagst, wie du denkst. Die freie Wahl wird dir täglich geschenkt. Wirst du Farbe bekennen und die Wahrheit benennen, weil sie doch immer schon da war. Oh, wofür brennst du? Was bringt dich zum Leuchten? Was bringt dich zum Sehen? Wirst du wagen zu lieben und dich zu erinnern und zu verstehen, dass du mehr in dir trägst, so viel mehr als du glaubst. Nur weil Wolken dein Licht dir verdecken, ist es doch lange nicht verbraucht. Noch lange nicht verbraucht. Es ist ein Loslassen, Abtauchen und Vertrauen in diese Stimme, die nach dir ruft. Wer dann das Steuer für dich endlich wieder übernimmt, der meint es wirklich mit dir gut. Ah, wofür brennst du? Was bringt dich zum Leuchten? Was bringt dich zum Sehen? Wirst du wagen zu lieben und dich zu erinnern und zu verstehen, dass du mehr in dir trägst, so viel mehr als du glaubst. Nur weil Wolken dein Licht dir verdecken, ist es noch lange nicht verbraucht. Dankeschön. Love. Love is in the air. Ja, danke, ihr Lieben. Ja, wofür brennen wir, ihr Lieben? Ihr seid doch so ein Geschenk. Ihr seid doch alles so ein Geschenk. Danke. Danke, meine Schätze. Danke. Ja, danke. Wow. Und es geht doch um jeden Einzelnen. Jeder Einzelne, der hier sitzt, es ist heute so ein Geschenk, euch zu sein, für euch heute zu singen, für euch da zu sein und uns untereinander zu verbinden. Im Herzl drin, ja, wenn wir mit offenem Herz türen, das ist wie ein Kind, das Kind freut sich.
Das Kind freut sich so, wenn die Türen offen sind und die Liebe fließt. Ja, du merkst es. Und wenn dein Verstand irgendwas sagt, dann sag, hey, danke für die Information, ich mach's trotzdem auf. Du bist Liebe. Im Namen der Liebe ist schon ganz viel Schindluder getrieben worden. Ich liebe dich, ich kann nicht ohne dich leben. Und wenn er dich dann nicht so verhalten hat, ich hasse dich, ja, hinfort. Aber, ja, aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Wir denken immer, wir brauchen irgendwas von außen, damit wir uns komplett fühlen. Aber der Schatz bist du. Das ist ja der Hammer. Ja, wir rennen immer da draußen rum und der Verstand sagt uns immer, hey, du brauchst das. Wenn du das hast, dann bist du glücklich. Und dann machst du es und ein paar Minuten hast du ein Glücksgefühl, vielleicht ein paar Tage, vielleicht auch 2, 3 Wochen, aber dann geht es wieder runter. Und du denkst, ich brauche was Neues. Okay, es muss der sein, wenn ich den habe. Ich habe gedacht, wenn ich den Traum meines Lebens habe, dann geht es mir gut. Es hat auch nicht so lange gedauert und da kam wieder dieses, irgendwas fehlt. Ey, was fehlt, ist Liebe. Die Liebe im Herzen fließen lassen und sich wieder täglich darauf besinnen. Und das schaffen wir nur in der Stille. Jeden Morgen, 15 Minuten nur früher aufstehen. Du kannst sogar im Bett eine Meditation machen, aber komm wieder bei dir an in deinem Herzl. Ja? Sodass du einfach wieder spürst, hey, ich atme in mein Herz. Ich bin wundervoll. Du bist das Geschenk, auf das du immer da draußen gewartet hast, du, das Wunder. Das Wunder bist du. Das nächste Lied heißt, sie ist Liebe. Musik ab. Sie erhält ein Dunkel mit dem Glanz ihrer Kraft. Sie verbindet, gewinnt, sie erlöst und erschafft. Sie verlangt nicht, sie braucht nicht, sie heilt und sie gibt. Sie ist Wunder zugleich, sie ist alles, was hilft. Sie ist einfach und braucht keinen heiligen Schein. Sie durchlebt mit dir sämtliche Tiefen des Seins. Sie ist Hoffnung und Segen, was immer geschieht. Sie berührt und sie tröstet, erfüllt und sie gibt. Und sie ist Liebe, dein wahres Gesicht, wie ein Funke, der niemals erlischt. Sie ist da, wenn du abends dich schlafen legst und morgens der Tag anbricht. Sie ist alles, was lebt und alles, was zählt. Sie fragt nicht, sie kein Bewerten und Zeit, ob gut oder schlecht, sie ist alles, was bleibt. Sie durchdringt jede Mauer, erweckt und sie stärkt. Sie ist Balsam und Halt, sie beflügelt und nährt. Und sie ist Liebe, dein wahres Gesicht. Ein Funke, der niemals erlischt. Sie ist da, wenn du abends dich schlafen legst und morgens der Tag anbricht. Sie ist alles, was lebt und alles, was zählt. Und Hand aufs Herz, lieben Hände. Lass die Liebe fließen in euch. Dankeschön. Hey, meine Zeit läuft mir dahin. Ich wollte ja eigentlich noch 2 Songs machen, aber ich glaube, jetzt bleibt es bei einem, gell?
damit ich hier im Zeitlimit bleibe. Ich möchte mit euch ein Lied singen. Und es bedeutet wirklich mir und auch jedem, der es hört, viel, weil so wie du bist, bist du ja richtig. Wir versuchen ja immer so was von perfekt zu sein. Das ist so anstrengend. Ja? Wir wollen geduldiger werden und toleranter, wir wollen hübscher werden, wir wollen das machen. Oh, ich finde, das kostet so viel Kraft. Dabei bist du so wie du bist du jetzt schon das Geschenk. Ja? Und diesen Kopf, was immer er dir vorblabbert, glaub mir, er ist nur in der Vergangenheit. Alles, was du jemals erlebt hast, auch in deiner Kindheit, ist abgespeichert im Gehirn und in allen Körperzellen. Und der kann einfach nur wiederholen. Die alten Dramen, immer und immer, wie so alte Kamellen, mehr kann er nicht. Aber dein Herz, das kann was Neues machen. Wenn du merkst, er fängt wieder an rumzumieren, dann sagst du, Sitz, Platz, aus. Du hast die Macht über dich. Du bist der Chef. Und deine Ansicht kreiert deine Realität. Ist das nicht der Hammer? Du bist der Schöpfer. Du hast mehr drauf, als du dir nur ansatzweise vorstellen kannst. Und es ist immer der Verstand, wenn du etwas denkst, das dich klein macht, wo du merkst, eben wird es schwer, weißt du, es ist eine Lüge, komplette Lüge. Wir sind erwachsen äußerlich, aber innerlich reagieren wir oft noch wie die Kinder aus der Vergangenheit. Und es liegt an uns, diesen inneren Kindern auf den Arm zu nehmen. Wenn du Angst hast, was machst du mit einem Kind, das Angst hast? Du nimmst es auf den Arm. Du küsst es, du drückst es und sagst, hey, ich bin bei dir, ich bin die Große, ich kann das. Ich passe auf dich auf, wir sind nicht mehr in der Vergangenheit, wir sind jetzt. Und jetzt kreieren wir was Neues, was ganz Wundervolles. Ja, jetzt machen wir was Neues. Du kannst immer wieder umswitchen, du hast die Wahl. Wir haben die Wahl, in jeder Sekunde unseres Lebens wirklich umzuswitchen. Es ist nur eine Übungssache. Wir gehen ins Fitnessstudio und trainieren die Muskeln, das sind wir total konsequent, aber den Geist zu trainieren, boah, das eröffnet neue Möglichkeiten. So, oh, ich sehe, meine Zeit läuft. Also, ich möchte noch ein Lied mit euch machen. Das heißt, so wie ich bin, so will ich sein. Und da gibt es einen Befreiungsruf. Der geht ungefähr so. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Und diesen Befreiungsruf, stellt es euch einmal mal vor, wenn ihr singt, wisst ihr, was ihr macht? Wenn wir normal durch die Gegend laufen, dann atmen wir so. Wenn du singst, dann öffnet sich dein Brustkorb, du brauchst ja Luft. Sauerstoff geht in jede Zelle, Singen ist Heilung pur. Ja, dein Kopf sagt jetzt, ich habe keine Lust zu singen, aber dein Herz will grölen. Das will grölen und ich bitte dich, wirklich deinen Verstand mal in die Ecke zu setzen und ihr könnt auch gerne einmal aufstehen für dieses Lied, weil eure Zellen, ja, die brauchen Veränderung. Ja, nicht zu viel sitzen. Schüttel, was du hast, denn du bist kein Brett. Yes. Und jetzt machen wir mal so, wie ich bin und wenn der Befreiungsruf kommt, wollen wir es einmal ganz kurz üben. Yeah, 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 yeah. Hallo? Ja, geht's denn noch, Mädels? Das könnt ihr doch besser. Noch einmal. Ja, es wird schon besser. Merkt ihr das? Ihr kommt rein, so langsam in den Flow. Setzt euren Verstand unten auf den Stuhl oder unter das Stuhlkissen. Und jetzt wollen wir das Lied machen, so wie ich bin, Musik ab. So wie ich bin. Mal sitz ich nur da und träum vor mich hin. Mal lauf ich umher, ohne Rast, ohne Sinn. Mal denk ich mich klein und fühle mich nicht. Mal bin ich ganz stark und glaub fest an mich. Und dreh mich im Wandel, ich dreh mich ins Licht. Und wenn ich so gehe, mein Herz in mir spricht. So wie ich bin, so will ich sein. Mein Feuer brennt mal groß, mal klein. So bunt gemischt, mal laut, mal leise. Ist dieses Leben meine Reise. Mal fliege ich hinauf. Mal fall ich hinein.
Und ich dreh mich im Wandel, ich dreh mich ins Licht. Und wenn ich so gehe, mein Herz in mir spricht mal alle zusammen. So wie ich bin, so will ich sein. Yeehaw! Mein Feuer brennt mal groß, mal klein. So bunt gemischt, mal laut, mal leise. Ist dieses Leben meine Reise? Neue Strophe. So wie ich bin, so bin ich gut. Es braucht nur dieses Stückchen Mut. Mut, um den ersten Schritt zu gehen und mich mit neuen Augen sehen. Mädels, jetzt kommt der Befreiungsruf. Gebt alles! Ich dreh mich im Wandel, ich dreh mich ins Licht. Und wenn ich so gehe, mein Herz in mir spricht. Nochmal, ihr kennt den Refrain. So wie ich bin, so will ich sein. Mein Feuer brennt mal groß, mal klein. So bunt gemischt, mal laut, mal leise. Ist dieses Leben unsere Reise? So wie ich bin, so bin ich gut. Es braucht nur dieses Stückchen Mut. Mut, um den ersten Schritt zu gehen und mich mit neuen Augen sehen. Noch ein Befreiungsruf, jetzt geben wir alles aus dem Bauch. Viel Spaß noch! Woohoo! Let it rock! Wow, wow! Dankeschön! Vielen Dank! Danke! Schön, dass du das Video angeschaut hast. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und freue mich natürlich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst und auch eine Bewertung hinterlässt. Unabhängig davon ist Feminus ja eine fantastische Community von Frauen für Frauen. Und genau aus dem Grund möchte ich dich gerne einladen, Teil dieser Community zu werden und entweder bei uns in Facebook in die Feminist-Gruppe zu kommen oder auch sehr, sehr gerne bei unserem Come Together dabei zu sein, was mehrmals im Monat in unterschiedlichen Städten in Deutschland stattfindet. Geh einfach auf www.feminist.de/come-together und such dir deinen passenden Termin aus. Ich freue mich auf dich. Bis dann, deine Marina.